Der Tierschutzverein Mödling konnte endlich seinen lang ersehnten Flohmarkt veranstalten, der eine wichtige Einnahmequelle für die Vereinsarbeit ist. Im Kulturheim in Wiener Neudorf konnten die Besucher in einem reichen Angebot stöbern. Nein, Tiere bekommen Sie keine zu sehen in diesem Beitrag, aber viele Flohmarktgegenstände, die Tieren zugutekommen. Denn jede Spende und jede Einnahme vom Flohmarkt wird ausschließlich für Tiere, die Schutz brauchen, verwendet. Schließlich wird die gesamte Organisation des Vereins von den Mitarbeitern selbst finanziert. Gott sei Dank, im März hätten wir einen gehabt und der wurde abgesagt. Und das hat uns natürlich sehr viel Geld gekostet, weil wir mit der Einnahme gerechnet haben. Wir leben von den Flohmärkten praktisch, beziehungsweise die Tiere leben von den Flohmärkten, weil wir nehmen ja nichts davon. Wie viele Flohmärkte macht sie im Jahr? Wir machen 3 im Jahr und wir werden jetzt im September, haben wir wieder einen angemeldet und im November noch einen. Ja, wir haben so viele Sachen, die haben sich also zusammengesammelt im Lager, dass wir schauen müssen, dass wir sie loswerden. Wir arbeiten auch im Burgenland und wir haben Vereine in Ungarn, die wir unterstützen und wo wir auch Tiere schauen, dass wir herübernehmen, weil dort ist ja nichts anzubringen, das ist ja furchtbar. Und wir arbeiten eigentlich österreichweit manchmal. Die Sommerferien haben ja gerade begonnen. Manche Tiere werden vielleicht ausgesetzt, manche bringen aber auch Tiere vom Urlaub mit. Was raten Sie hier? Wenn mich jemand fragt, wenn man ein Tier nimmt, da, dann soll man sich mal vorher auseinandersetzen damit, dass das ein Lebewesen ist, das in meinen Haushalt einzieht wie ein Kind. Das ist genauso hilflos wie ein Kind. Und wenn ich ein Tier nehme, dann habe ich Sorge zu tragen, dass es bis zum Lebensende bei mir bleiben kann. Ja. Soll man wo, wenn man einen Hund, einen Entlaufenen sieht, mitnehmen? Selbstverständlich. Ja, mal mitnehmen und zum nächsten Tierarzt gehen, weil die sind gechippt normalerweise und dann kann man den Besitzer feststellen. Schon. Wenn es geht, ihn mitzunehmen. Man immer geht es nicht, weil manche gehen nicht zu oder es ist, man hat Angst davor. Ne? Aber dann verständigt, da rufen sie uns aber an. Wir haben oft genug Anrufe. Wir rufen dann die Tierrettung an oder wer halt dafür zuständig ist. Ne? Und vor allem in diesem Fall ist Facebook wirklich eine Gnade. Sehr, sehr viele Tiere, die entlaufen sind, finden wir, werden über Facebook uns gefunden durch die ganzen Rettungsmaßnahmen. Ja. Der Tierschutzverein Mödling, ein Verein, der sich schon seit vielen Jahren für notleidende Tiere im Bezirk und weit über dessen Grenzen hinaus einsetzt. Nochmal zur Erinnerung, der nächste Flohmarkt ist im September. Wann genau? Am 18., 19. und 20. Ja, genau. Am 75. Geburtstag. Ja, genau. Ein schönes Geschenk. Vielmals, dass ihr da seid. Es ist wirklich immer sehr berührend, dass man da Achtung bekommt. Respekt und Achtung ist, glaube ich, eh für jeden und für allen und für die ganze Welt notwendig. Aber wenn man es so direkt bekommt, indem sie uns besucht und das weiter transportiert, vielen herzlichen Dank.